Hallo und herzlich willkommen zurück bei Steel Rising. Wir haben das Hauptquartier der Verschwörer gefunden. Mal sehen, was wir hier so finden. Wer finden wir noch? Okay, dann werden wir das mal tun. Erst versuchen wir allerdings, die Einrichtung zu zerschlagen. Okay, wir fangen mal hier vorne an. This document bears the signature of the Marquis de Lafayette. So the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. It is high time the Marquis de Lafayette explained himself. Toll, jetzt hat sie geredet. Jetzt müssen wir erstmal warten hier. Bis ich es lesen kann. Ich weiß nicht, was wir bekommen haben. Irgendwas haben wir gekriegt. Aber wieso sind denn die hier auch tot? Oh Mann, jetzt habe ich dem die Anleihen gegeben. Hätte ich den vorher machen sollen. Gibt es da oben irgendwas? Nee. Oh nein, jetzt habe ich es verpasst beim Rumlaufen hier. Dass ich wieder von vorne angefangen hat, glaube ich. Manifest von Henry dem Fünften oder Henry V. Wir beginnen gleich mit der Vorlesung. Okay, jetzt fangen wir gleich an. Jetzt geht's gleich los hier. Das Manifest von Henry, dem fünften V. Bitte? Ich könnte es auch eigentlich im Inventar aufmachen, also gell, geht das nicht auch? So, die Unterzeichner dieses Dokuments verpflichten sich auf die Absetzung des Königs Louis des 16. seines Namens zugunsten seines erstgeborenen Sohnes des Dauphins Louis Joseph hinzuarbeiten. Sie geloben, dieses Ziel um jeden Preis zu verfolgen, um ihre Leben zu opfern, wenn die Situation es erfordert. In Übereinstimmung mit ihrer Position und ihrem Rang erklären sie sich bereit, die folgenden strategischen Maßnahmen zu ergreifen und einzuhalten. Erstens, beim ersten Blutvergießens durch den König bilden die im Hotel des Invalides stationierten Veteranen das Regiment des Saint-Auge eine Nationalgarde und sagen sich öffentlich frei vom Oberbefehl des Königs. Es wird darauf geachtet, diese Meuterei so zu inszenieren, dass sie die Begeisterung der anwesenden Augenzeugen entfacht, ob Zivilisten oder Soldaten. Zweitens, diese neu gebildeten Truppen begeben sich zu den Kasernen in Paris und ersuchen um die Unterstützung anderer Einheiten. Drittens, zivile Agenten richten auf Märkten, die von vielen Leuten besucht werden, Appelle an mögliche Freiwillige. Sie führen Pamphlete, Plakate und Banner mit, um die Patrioten zu überzeugen. Viertens, Soldaten und Freiwillige versammeln sich auf dem Place Dauphine, wo eine Anwerbungsstelle eingerichtet wird. Die Verschwörer bestehen auf den Namen Lafayette und fordern ihn als ihren Anführer. Alle müssen überzeugt werden, dass der Marquis der richtige Mann für die Lage ist. Wer das bestreitet, kann nötigenfalls eingeschüchtert werden. Wenn die Truppen kampfbereit sind, kommt der Marquis de Lafayette, um sie anzuführen. Darunter befinden sich etwa 20 Unterschriften. Die erste Unterschrift ist die des Marquis de Lafayette. Okay, er hat mich auch einwandfrei überzeugt, ihm einfach alles zu geben, was die Anleihen beinhalteten. Eine Eidesformel. Wir, die Offiziere, Soldaten und Veteranen des Regiments des Saint-Onge, Befreier des amerikanischen Volkes, schwören General de Lafayette die Treue. Als einziger im Königreich kann er wieder für Frieden sorgen. Wir geloben hiermit, ihm um jeden Preis zu folgen und seine militärischen und politischen Absichten mit jedem nötigen Mittel durchzusetzen. Viva Lafayette! Ein Haftbefehl an alle Offiziere. Ich bestehe erneut auf die Notwendigkeit, dem Treiben von Citoyen Marat
der sich der Gerichtsbarkeit entzieht, ein Ende zu setzen. Unabhängig von unseren militärischen Erfolgen werden wir den öffentlichen Frieden nicht wiederherstellen können, solange dieser Unruhestifter die Stadt der Zwietracht säen kann. Achten Sie bei unseren Einsätzen daher gut darauf, dass der Betreffende sich das Chaos nicht so zunutze macht, um uns durch die Menschen zu schlüpfen. Nehmen Sie ihn möglichst lebend gefangen, aber greifen Sie auf alle nötigen Mittel zurück, wenn er sich widersetzt. Viva Lafayette, Le Beau, stellvertretender Kommandant. Okay. Ja, da oben ist das Zeichen wieder. Mein Bauch knurrt. Okay, wir müssen wieder zurück. Wir müssen unseren Herrn zur Rede stellen und die Anleihen zurückverlangen. Welch Schuft er doch ist. Ach, und wie sie sich einfach immer wehtut. Das war jetzt doof. Ja, was war das jetzt? Dahin. Oh, schön. Brauchen wir nur alles nicht mehr. Ich komme nicht weg. Wieso hänge ich hier? Ich glaube, wir müssen da vorne lang, oder? Ich muss mir ganz kurz an den Augen krabbeln. Grand Châtelet. Gab's hier nicht auch irgendwas noch zu tun? Da drin, da bin ich doch auch nicht weitergegangen, oder? Ach doch, sind wir. Ja, natürlich sind wir da weitergegangen. So, wie kommen wir jetzt wieder weg? Ach, wir sind übers... Oh. Glänzt so schön. Tänge. Doch schon mal. Okay. Madame, hören Sie auf. Ging es hier nicht irgendwo weiter? Wieso konnte man hier rein, wenn hier sowieso nichts ist? Hm.
Ach, wir müssen noch über Châtelet gehen, oder? Über Châtelet kommen wir wieder weg. Ach, wir sind da außen lang gegangen irgendwie. Ja, sieht sehr schön aus, Châtelet. Châtelet! Oh. Nee, wird nichts. Nun gut, dann rennen wir eben halt hier rein. So. Gucken wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen. Ach ja. Au! Au! Uiuiui, es brennt so hell da. Ich wollte doch nur zu dem Ding. So, Charaktere, Les Invalides, nix. Hier ist unsere Hauptmission, zum Tempel gelangen. Hier sind wir, hier gibt's nichts und wir müssen hier hin. Wir müssen mit dem Marquis reden. Nee, Marquis. Marquis de Lafayette. Ja. Aus, ob man die aufmachen kann. Ah, da haben wir schon was durchgebrochen, okay. Ich habe mich gerade überlegt, ob wir hier vielleicht jetzt auch noch irgendwas machen müssen. Marquez, was ist los hier? Was mit dir? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. You lied to me, General. Now I know all about your machinations. And what could you possibly think you know? I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Why resort to this manipulation? You must understand. What I have done, I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Who were your accomplices? My brothers in arms. The brave men of the Régiment de Saint-Onge. Veterans of the American War. Men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Ich hätte das alles vorher wissen sollen. Some accuse you of harboring a lust for power.
The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. Ich finde das, was er sagt, immer, das macht irgendwie für mich voll viel Sinn. Aber wir lehnen es trotzdem mal ab, dann haben wir ein Druckmittel gegen ihn, dass er keinen Mist baut, oder? No, General. You'll forgive me for choosing to hold on to it. In that case, my fate remains in your hands. Can you at least tell me where my detractor is hiding? The one who is spreading these charming rumors about me. I cannot tell you anything, General. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. Goodbye, Monsieur le Marquis. Habt ihr das alle mitgekriegt? Habt ihr das gemerkt? Wir gehen. Monsieur Marat. Madame. I'm surprised to find you here. Ja, mich auch. Did you follow me? Didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Oh Mann, ich wollte eigentlich während der... Ich wollte eigentlich während mit der hinlaufen überlegen. Oh, warum ist denn der jetzt hier? Und warum sieht denn der aus wie ein Pirat? Oh Gott. Wie ich sowas hasse. Also Lafayette will ihn ja eh umbringen, egal wo er ist. Warum ist er jetzt hier? Was soll das? Ich finde die Musik gerade so seltsam. Wenn ich es ihm verrate, wird er wahrscheinlich sterben, oder? Wenn ich ihm nicht verrate, wird er wahrscheinlich leben. Ach, ist das schwierig. Ich muss einfach von meinem Kaffee schlürfen. Nichts verraten, verraten, nichts verraten. Wenn der jetzt vor mir stehen würde. Ich habe dem anderen die Anleihen gegeben. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. Ich habe aber schon ein bisschen gehofft, dass sie sich alleine entscheidet, irgendwas zu sagen. Was passiert mit dem Lafayette, wenn wir ihm das Zeug geben? Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir ihm jetzt dieses Manifest aushändigen. Dann kann er mit dem Manifest praktisch tun lassen, was er will.
Ich wünschte, ich hätte vorher speichern können. Ja gut, dann müssen wir jetzt mit der Entscheidung leben. Ach, was ist die Entscheidung? Ich würde am liebsten euch fragen. Hättet ihr es verraten oder hättet ihr es nicht verraten? Schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Ich brauche eh noch ganz kurz. Vielleicht lynchen dann die anderen den Lafayette. Allerdings ist er der, der eine Armee aufbauen wollte gegen die Automaten. Mit den Anleihen halt. Wenn sie den jetzt lynchen, dann haben sie niemanden mehr, der eine Armee aufbauen muss. Dann hat er halt die Anleihen gehören dann dem anderen und der hat dann eine Volksarmee. Ich glaube immer noch nicht, dass das Volk gegen die Automaten standhält. Das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die mal hier schon übelst dezimiert sind und sowas. Ich finde, wir haben dem Lafayette nicht gesagt, wo er ist, und deswegen verraten wir jetzt ihm auch nichts über die Verschwörung. I found no incriminating facts. Nothing to indicate that the Marquis was involved in a conspiracy. Come now, what do you mean? You sure you're not leaving anything out? Why do you assail this man so? Because I will not permit things to go from bad to worse. I will not allow the Patriots who are now fighting our tyrant to suffer yet another oppressor. That's why, in the name of the French people, I ask you one last time, do you have any proof to give me? Oh Mann, ey, reicht nicht. Oh, das ist also. Mann, nervt das. Ich mach gleich Judgment-Livestream, gell? Ach, bin ich froh, ey. Das Spiel ist so bunt und da muss man sich nicht so viel überlegen. Aber dass man das bei Steel Rising muss, hätte ich auch nicht gedacht. Aber warum sagen die das immer mit dem Volk? Wenn ich jetzt es behalten mache, dann bin ich doch voll die Volkshasserin. Aber das Volk ist doch gerade sowieso am Arsch. Oh. Ich habe dem anderen nicht gesagt, wo er ist. Deswegen bleibt das Manifest bei mir. No. You must believe me. Eh bien, if that's true, then there's no hope for us. I must admit defeat. We will have either the king or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. I will soon join the Duke in exile, and I will abandon my beloved people to their doom. I have no other choice. Ich habe nach allen Entscheidungen habe ich in diesem Spiel ein furchtbar schlechtes Gewissen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Ach. Jetzt hätte ich es ihm doch lieber gegeben. Wenn du mich hintergehst, dann trete ich dir aber sowas von den Hintern, dass dir deine kleinen Eiers runterfallen. Goodbye, Monsieur le Marquis. Das will ich dir aber mal sagen hier, gell? Wisst ihr Bescheid? Ich weiß, wie du innerlich aufgebaut bist. Mann, ey, ist es anstrengend. Vor allem das Schlimmste ist, es gibt doch nicht mal eine Trophäe dafür. Es hat sich noch nicht mal gelohnt, das Böse zu nehmen. Ach, immer mit diesem Volk das. Der andere auch schon mit dem Volk. Und jetzt der auch mit dem Volk. Was bringt das dem Volk das jetzt? Ach, was bringt dem Volk das jetzt, wenn das Volk, wo ist das Volk? Das Volk liegt hier auf der Straße. Das ist das Volk. Mann, ey. Ich will nur gerade gucken, ob wir hier irgendwo hinreisen können. Nee, wir haben nichts mehr zu tun, also müssen wir dahin. Oh, ist das schrecklich.
Wir waren ja jetzt eigentlich wie die Schweiz, oder? Wir wissen von beiden Seiten, was sie für Strecke am Stecken haben, aber wir haben uns nicht eingemischt. Irgendwo. Schon ein bisschen, aber wir haben nicht gegen beide Seiten gegeneinander ausgespielt oder sowas. Also, der Lafayette weiß nicht, wo der andere ist. Und der andere weiß nicht, was der andere für Dreck am Stecken hat. Ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen zu verarbeiten. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und schreibt mir gerne die Kommentare. Wie hättet ihr euch entschieden? Hättet ihr ihm alles gesagt oder hättet ihr es auch einbehalten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, bis dann. Tschüss.